Kultur, die bewegt. Das ist der Leitspruch vom Kulturpanorama, dem Kulturverein aus Garsten. Einer, der über viele Jahre den Veranstaltungssaal in der Marktgemeinde bis auf den letzten Platz füllen kann, ist Walter Kammerhofer. Wie dann der ganze Zinnober um mich war, weißt du, wie sie dann wieder rausgegangen sind, sie und ich, da vor der dunklen Kirche raus zum Ausgang, ins Helle, da habe ich mir gedacht, nun, jetzt geht er. Seinen Highway to Hell. Ja. Aber gut, das muss eh schon überwissen. Weißt du, was der zusammengeheirat hat? Kennt ihr diesen Typus Frau, die alles besser weiß? Hast du jetzt nicht gesagt, gell? Walter Kammerhofer hat im Jahr 2000 als Solo-Kabarettist begonnen. Sein achtes Programm hat den Titel Kammerhofer Offline. Der Herr Kammerhofer. Das Solo-Programm ist im Teamwork entstanden. Wir sind zu dritt benannt. Also ich und nur zwei Co-Autoren. Das ist zum einen der Patagtone aus Bad Hall, ja, Deutschlehrer in Pension. Und andererseits ein Veranstalter aus Marbach an der Donau, der Sandler Andi, die zwei haben mitgeschrieben. Und den Regisseur ist dann bei den Proben auch noch was eingefallen. Ist eh klar. Ja. Es ergibt sich bei der Probenarbeit ergibt sich immer sehr viel. Walter Kammerhofer ist bereits Stammgast in Garsten. Ja, es sind ein wenig weniger, aber sonst, ja. Nein, fünf. Also, ich spiele gerne in Garsten. Ich bin ja heute schon das 11. Mal da. Ein schöner Saal. Der Dietmar macht das immer gut. Der Dietmar und der Klaus haben das voll in der Hand. Also ich komme wie gern her, wirklich. Schöner Saal, Stimmung gut, passt, wunderbar. Und vielleicht schaffen wir es einmal, dass wir im Gefängnis drüben auch spielen können. Weil da spiele ich auch, also Gefängnis war super. Weißt du wieso? Weil in der Pause keiner heimgeht. Der Kammerhofer Schmäh, wie er leibt und lebt. Mit 53 Lebensjahren denkt er auch an die Zukunft. Glücklich ist, wer zufrieden ist. Ja, und wenn es so weiter rennt, habe ich nichts dagegen. Also, so wie es ist, passt's. Unter der Woche habe ich Urlaub. Das Wochenende mache ich das, was mir Spaß macht. Also, was will ich mehr? Ja. Erleben wir ein junger Hund. Kinder sind heraus. Also, von dem her, wenn es so bleibt, passt's. Und lustig war's. Wir sind draußen umeinander gerannt. Heute schießen sie auch. Heute machen sie sogar eine Panzerschlacht, aber drin im Wohnzimmer beim Computer. Stundenlang. Für das Kulturpanorama in Garsten gehören die Vorstellungen von Walter Kammerhofer zu den jährlichen Veranstaltungshöhepunkten. Und aus mir ist auch was geworden. Nicht deppert los. Ich glaube, dass das sein Grund. Ehrlicher Schmäh ist, dem was eigentlich jeder, der was da reinkommt, genauso am Wirtshaustisch selber macht und nur besser, wenn der Walter Vortrag dort hört und natürlich sich auch dementsprechend dann auch hat. Also, und ja, Thema aus dem Leben nimmt, aktuelle oder auch ältere. Also, ich glaube, und er macht es sehr gut, weil er schauspielerisch auch ein sehr, sag ich mal, guter Darsteller ist. Natürlich nimmt er auch die Frauen bei seinen Themen mit ins Boot. Ja, speziell. Also, mir wird ja unterstellt, frauenfeindlich und so. Finde ich nicht so. Sagen sie mir, aber ich finde nicht, dass der Kammerhofer jetzt frauenfeindlich ist. Ja, was habe ich heute gesagt? Ich habe heute gesagt, ohne sie ist er ein Trottel. Na, ist das frauenfeindlich? Überhaupt nicht. Ne? Na? Ist immer Pech, ja. Mir hat der Daddy für mich den nicht gesungen. Mir hat der nicht beruhigt. Mir hat der Daddy beaufgeregt. Aber so massiv, dass die ersten Haare, was gekommen sind, waren schon weiß. Ja, du kennst näher. Das Kulturpanorama feiert heuer ein rundes Jubiläum. Ja, es freut uns. Wir sind heuer 10 Jahre alt geworden. Kann mich noch gut erinnern, vor 10 Jahren haben wir uns in Garsten getroffen. 5 wahnsinnige Mountainbiker und ein Kaffeetrinker im Köller. Und wir haben dann dort den Verein gegründet, bei ein paar Kisten Bier und ein bisschen ein Schnaps war dabei. Und die Gemeinde hat auch ganz stark mitgeholfen. Der dazu mal junge Bürgermeister, neue Bürgermeister, hat das dann vorangetrieben und dann haben wir wirklich Veranstaltungen gemacht.
Da das Kulturpanorama-Team nur 2 Personen umfasst, halten sich die Veranstaltungsabende in Grenzen. Wir schauen, dass wir auch die Programmauswahl so halten, dass wir nicht zu viel machen im Jahr. Also, dass, weil jeder von uns geht arbeiten und steht auch, sage ich mal, mit Familie im Leben. Jetzt ist das nicht so einfach und dadurch, dass wir das ja nur zu zweit machen, ist das oft ist schon ein bisschen reckmeck. Und eben wie gesagt, nach so einem Tag wie heute, wo jetzt der Saal voll ist, tut mir nächsten Tag schon alles weh. Herbst, da kommt der Klaus Eckel, dann haben wir noch einen Abenteuervortrag, die Heilbutt und Rosen. Nächstes Jahr Roland Thüringer, Alfred Dorfer und der Thomas Dipsitz wird auch kommen. Und der Stefan Otto wird wieder die Österreich-Premiere machen mit dem bayerischen Musikkabarett. Da freuen wir uns auch schon ganz. Thomas Stipsitz wird sogar an einem Tag 2 Vorstellungen geben. Wir haben verschiedene soziale Projekte. Wir haben die Volksschule schon ein paar Mal unterstützt da mit Theateraufführungen. Wir haben die HLW haben ein Projekt gemacht. Die haben uns tolle Kunstsujets gebaut. Wir unterstützen jetzt die MREF. Das ist eine ganz gute Sache. Und ja, die Volkshilfe Oberösterreich wird jetzt auch unterstützt. Da sind wir immer ein bisschen dabei. Was überbleibt. Übrigens, ein Teil der Einnahmen des Kulturpanorama werden gespendet. Kennt ihr ein Haus kriegen? Sagt euch das was. Das ist der Betonstreifen ums Haus um mich. Haus kriegen. Das ist diese Fläche, wo die Bauern im Frühjahr wieder gehen lernen.